Servus Leute und mal wieder herzlich willkommen bei Schwimmpaddel. Heute mit einem etwas anderen Heizstab in der Aquaristik und zwar handelt es sich hier um den Easy Heater von Aquael. Viel Spaß! So, da sind wir auch schon wieder und zwar der Easy Heater, in dem Fall Easy Heater 25 von Aquael. Warum etwas anderer Heizstab? Vielleicht seht ihr es hier oben an dem kleinen Button. Unbreakable, oder? Ja, unbreakable. Kommt stellenweise in der Aquaristik vor, dass Heizstäbe platzen können, da sie ja normal aus einem röhrenförmigen Glaskörper bestehen. Meinerseits in den 11,5-12 Jahren noch nie passiert. Passiert häufig auch, wenn man aus Versehen hergeht und tut zum Beispiel einen Wasserwechsel machen und er ist gerade mitten am Heizen. Das Problem ist ja immer, das Wasser tut im Normalfall ja die Hitze abfangen. Dafür ist er ja da. Dadurch, wenn Luft an das Glasgehäuse kommt, tut sich das Glas viel schneller und höher erhitzen und dadurch kann ein normaler Heizstab platzen. Anderweitig kann es auch über die Zeit mal als Verschleiß passieren oder wenn man zum Beispiel mal das Becken reinigt und er fällt einem runter, wie auch immer. Aquael hat in dem Fall eine Variante und zwar mit einem speziellen Thermokunststoff außenrum, der den praktisch unkaputtbar vom Gehäuse her macht. Natürlich Elektro ist irgendwo auch ein Verschleißteil, also das kann natürlich immer noch über die Zeit hinweg kaputt gehen. Ist in dem Fall ein relativ kleines Modell für Nanobecken. Ich habe mir jetzt für das neue Garnelenzuchtbecken geholt, da jetzt nach knapp 7 Jahren der von JBL verreckt ist, aber ich würde sagen 7 Jahre für einen Heizstab, das ist jetzt nicht verkehrt. Da haben wir hier praktisch auch mal die Skala drauf, welche Temperatur bzw. welche Größenmodelle für welche Beckengrößen. Und dann halt mal so kurze Beschreibung, also hier auf der Seite steht jetzt drauf, Verbund, Kunststoff, Aquariumheizer mit Temperaturregler, bruchfestes Gehäuse, modernes Thermostat mit breitem Temperatureinstellbereich. Das ist auch ganz vorteilhaft. Hier vorne denke ich mal, weil bei den anderen kann über die Zeit es passieren, dass sich oben durch Kalkablagerung der Ring festsetzt. Und da kann man mit gefühlt 150 Bar dran drehen und das Ding bewegt sich nicht mehr. Europäischer Sicherheitsstandard, also sprich die IP68 bis maximal 1 Meter Wassertiefe eintauchbar. Funktionales doppelseitiges Einhängegestell, also der hat ja hier hinten so ein Kunststoffgestell mit Saugnäpfen dran, das könnt ihr sowohl frontal als auch auf der Rückseite praktisch benutzen. Was das jetzt für einen tieferen Sinn hat, kann ich jetzt nicht sagen, weil normal dreht man eigentlich die Frontseite nach vorne. Schützt die Fische vor Verbrennung, das ist wohl bei allen Heizstäben Standard, also ich sag mal bei JBL zum Beispiel ist ein Schutzkorb außenrum, manche die haben extra eine ganz geringe Hitzeanlaufgeschwindigkeit, also sprich selbst wenn ein Saugwelz dran wäre, dass du über die Zeit merkt, okay, es wird gerade richtig knacke warm, ich verziehe mich jetzt mal woanders hin, da halt durch den Kunststoff gegeben, durch eine gleichmäßige Verteilfläche der Hitze. Integrierter Temperaturschalter, kompakte Abmessung, ideal auch für Nanobecken geeignet. Die Dinger gibt es bis 150 Watt Größe, was bei normaler Benutzung einer Beckengröße laut Angabe hier, na gut, super, wird in Gallonen angegeben. Also normalerweise mal so Faustregel, minimal 1 Watt auf 2 Liter. Also ich sag mal 150 Watt wäre dann theoretisch bis zu 300 Liter. Benutzbar, wobei man da auch ein bisschen von Temperaturen her abwägen muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein 300er Diskusbecken will, die ja schon mal mehr als 22, 23 Grad brauchen, sollte ich vielleicht eher in die Wattrichtung 200 bis 250 tendieren, da der sonst die ganze Zeit zu hoch läuft. 2 Jahre Garantie für Süß- und Salzwasser, Temperatureinstellbereich von 18 bis 36 Grad. Gerade mal der Stab hier unten 9 mm dick wird hier oben noch drauf angegeben und für Aquarien von sieht man es, 10 bis 25 Liter. Dann machen wir das mal auf. So,
So, da haben wir einmal den Halsstab an sich. Gucken, dass die Kamera noch scharf stellt. Dann ist praktisch diese Aufnahme, wo dann gleich die zwei Saugnäpfe reinkommen. Wie ihr seht, wirklich sehr, sehr dünn von der Bauform und relativ kurz gehalten. Das Kabel müsste so 1,5 bis 2 Meter haben. Dann haben wir einmal Bedienungsanleitung in extra long und dann noch die zwei Saugnäpfe, die dann gerade hier auf der Rückseite eingebracht werden. Und praktisch so ein Längsschlitz, wenn dann gerade eingedreht. So, kann man gerade mal machen. Dann sieht das Ganze praktisch so aus. Ihr habt hier unten, und Kamera, ja, ihr habt hier unten euren Einstellbereich. Was halt bei dem nicht gegeben ist, er hat keine Feinjustierung wie jetzt zum Beispiel die von Eheim, wo ihr nochmal den Ring nachdrehen könnt. Das heißt, wenn ihr tendenziell merkt, dass der Temperaturbereich irgendwie nicht passt, müsst ihr halt dementsprechend höher oder niedriger drehen und dann steht halt vielleicht hier irgendwann mal 25 Grad drauf, obwohl ihr nur 23 im Becken habt. Das ist dann halt so. Hier neben diese zwei Streifen von meinen Fingern und hier oben, das leuchtet rot, wenn er heizt. Als Signalfunktion finde ich gar nicht mal so schlecht, sieht man eher als so eine kleine Leuchtdiode. Ich sag mal, gerade wenn man zum Beispiel in so einem Becken an der Seitenscheibe einen Heizstab montieren will, will regelmäßig mal überprüfen, heizt der überhaupt, ist es natürlich besser, wenn das Ding ein bisschen heller leuchtet, dann sieht man das dementsprechend auch besser. Ja, dann würde ich sagen, bringen wir den mal ins Becken ein und gucken mal, wie er sich von der Temperatur her so einstellt. Ich werde den, denke ich, mal auf 24 Grad ungefähr einstellen. Ich tue dann gleich die Temperatur mal noch mit einem Leitwertmessgerät, da ist ein Temperaturfühler mit drin, mal testen, mal gucken, was er so rauszaubert. Bis gleich! So, wir haben das Ganze jetzt, da ich in der Zwischenzeit keine Zeit hatte, mal 48 Stunden sogar sich eintemperieren lassen. Wie ihr halbwegs auf dem Video erkennt, sind wir so rein vom Stellrad her so ein Ticken unter 23 Grad theoretisch, also müsst es von der Theorie her knapp vor 23 Grad enden. Nehmen wir gerade mal das Messgerät. Leitwertmessgerät kann auch die Temperatur recht exakt messen. Gucken wir mal, was er so sagt. Laut Beckenthermometer sind es 24,5 knapp. So halten, dass man es erkennt. Sind wir bei 18,8, 18,9, 19. Also gefühlt, auch so wenn man im Becken schafft, ist es ein Ticken wärmer, als es sein sollte. Aber ich sag mal, tendenziell ist ja nicht so das große Problem. Man kann sich ja darauf einstellen, dass man sagt, okay, ich weiß, es sind, was weiß ich, 25 Grad im Becken. Wenn ich auf 23 Grad stelle, dann stelle ich halt auf 21 und kriege 23 raus. Da muss man halt ein bisschen rumspielen. Ist halt recht praktisch bei der Variante von Eheim, dass man da wirklich nochmal fein nachjustieren kann. Ist halt Luxus, sag ich mal. Ansonsten kann man sich auch recht fest drauf einstellen. Mit der Beleuchtung finde ich wirklich sehr, sehr praktisch, wenn man recht genau sieht, wann das Ding schafft und wann nicht. Die kleinen Leuchtdioden, ja, wenn es halt an der Seitenscheibe hängt, sieht man es jetzt nicht so optimal. Jetzt sind wir schon bei 22. Und wird langsamer. Leitwert hat sich auch schon eingependelt. Ich werde auch über das Testgerät, was ich hier verwende von H&M, auch nochmal, denke ich mal, ein kleines Video machen. Da ich mich ja knapp 10 Jahre lang, 11 Jahre lang ohne Leitwertmessgerät durch die Aquaristik bewegt habe, Schande über mein Haupt. Will ich da auch noch mal ein bisschen was zu erklären in Zukunft. So, er geht noch weiter hoch.
Jetzt wird er immer langsamer, also könnte es fast hinkommen mit den 23 Grad, dann ist das Beckenthermometer ein bisschen verkehrt. Also das zeigt, Moment, gerade knapp 24,5 an. So, bleibt er jetzt stehen. Ich denke mal, das kann man so werten. Sonst stehe ich hier, glaube ich, in 5 Minuten noch. Und dann geht er noch 0,1 hoch. Gucken, ob wir noch die 23 kriegen. Na, scheint stehen zu bleiben. Also, dann können wir feststellen, das Ding ist knapp auf 0,5 Grad genau. Was schon, ja, jetzt haben wir die 23, recht passabel ist. Kann man nicht meckern. Wie gesagt, eine recht interessante Sache durch die flache Bauform. Ich meine, ich zeige es euch nochmal kurz im Becken. Man sieht es ja hier ganz gut. Stativ weg. Das Ding ist an sich auch eine recht schöne Sache bei schwarzen Rückwänden. Fällt es recht wenig auf. Da oben, das sind diese zwei Leuchtdioden, was ich gesagt habe. Also aus so einem gesamten Beckenverschnitt. Also ich finde es jetzt optisch nicht hässlich. Unten hängen halt noch ein paar Luftblasen dran, die werden mit der Zeit weggehen. Aber ansonsten echt kein schlechter Halsstab. Ja, das war's soweit, würde ich sagen, mit dem Test und Unboxing zum Aquael-Heizer. Schönes kleines Gerät, denke ich mal, gerade für Nanobecken eine interessante Sache, für größere Becken bis zu einer gewissen Leistungsgrenze, ja. Ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da oder ein Abo. Ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr den Heizer auch nutzt und da auch schon ein paar Erfahrungen zu gemacht habt. Und ansonsten hoffe ich, Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann!